Und zwar gucken wir uns mal ganz kurz an, wieso der gesamte Verlauf der kompletten Monsterverse-Filme gewesen ist, in Bezug auf Kritik von Kritikern und von Zuschauern selber. Da habe ich nämlich erst heute eine Liste auf Facebook gefunden und da muss ich sagen, das fand ich dann doch sehr interessant, da mal ganz kurz reinzuschauen. Und das wird vielleicht dann auch relativ wichtig noch für die ein oder andere Argumentation dann später im Verlauf dieses Streams, wenn wir uns nochmal andere Kritiker anschauen. Ich blende das jetzt hier mal ein. Und hier können wir jetzt sehr gut erkennen, welchen Film es sich dabei handelt. Von oben nach unten eben, von Godzilla 2014 bis runter zu Godzilla Kong. Auf der rechten Seite könnt ihr dann eben sehen, die Wertungen mit dem Popcorn, das sind die Zuschauerwertungen. Und die Wertungen mit diesem, was soll denn das sein, mit diesem Preis auf jeden Fall, das sind die Wertungen der Fans. Also, ne Quatsch, das sind die Wertungen von Rotten Tomato selber. Genau. Der Kritiker quasi. Was wir jetzt hier sehen können, und ich finde das sau interessant einfach, ist, dass die Kritiker tatsächlich mit dem allerersten Godzilla von 2014 extrem unzufrieden gewesen sind. Bei nur 66%, während hingegen die Kritiker der ganzen Nummer 76% gegeben haben. Wenn wir das Ganze jetzt mal von oben nach unten uns anschauen, dann merken wir, dass die Filme laut der Zuschauer immer besser werden. Ja gut, dass Kong Skull Island mehr Punkte hat als Godzilla 2014, das werde ich nie nachvollziehen können. Ist aber hier auf jeden Fall so. Das heißt, laut den Rotten Tomatoes Zuschauerwertungen haben wir hier sogar schon ein Ranking gegeben, das relativ klar ist. Auf dem letzten Platz wäre Godzilla 2014, auf dem vorletzten Platz wäre Kong Skull Island, auf dem dritten Platz wäre Godzilla King of the Monsters. Auf dem zweiten Platz Godzilla vs. Kong und auf dem ersten Platz wäre Godzilla Kong The New Empire. Mich freut das ja total. Ich finde es super, dass der Film so gut bei vielen von euch ankommt. Moment. Bei mir ist er immer noch in der Mitte. Da hat sich nicht großartig irgendwas verändert über die letzte Zeit. 6 von 10 Punkten, dabei bleibe ich auch. Und ich finde es trotz allem sehr interessant, dass die Zuschauer scheinbar auch dieses Comichafte an dem Film sehr mögen. Je comichafter die Filme wurden, umso besser wurden auch hier die Zuschauerwertungen. So. Was ja auf der einen Seite sehr cool ist, ich gehe da auch zum Teil mit. Ich bin bei Godzilla bei dem allerersten ganz oben. Da bin ich auf Kritikermeinung. Da sage ich auch eher 76%. Der Film hat mir sehr gut gefallen. Bei Kong Skull Island würde ich wesentlich weiter nach unten gehen. Bei King of the Monsters finde ich es ja saulustig. Da gehe ich auch bei den Kritikern mit. Ich finde, King of the Monsters ist für mich mit der schwächste Film des Monsterverse, in dem Godzilla mit dabei ist. Ich finde Kong immer noch am schwächsten, den Film. Und ey, ihr widersprecht mir hier auch regelmäßig. Ich habe es erst gestern in den Kommentaren gelesen, glaube ich, der Top-Kommentar ist gewesen, Godzilla King of the Monsters ist der beste Film des Monsterverse. Das sehen auch eben die meisten so, aber ich auf gar keinen Fall. Ich finde den so schwach, diesen Film. Der ist viel zu lang dafür, dass er einfach nichts erzählt. Aber was jetzt hier wichtig ist, sich mal zu betrachten, ist jetzt hier bei Godzilla Kong The New Empire. 92% der Zuschauer sagen, ist ein geiler Film. Von 500 plus Wertungen. Ich weiß nicht genau, wie das bei Rotten Tomato ist, ob auf der linken Seite wirklich nur Kritiker ihre Meinung abgeben dürfen. Allerdings sind die jetzt hier bei 52% angekommen. Das zeigt aber auch einfach, generell zeigt das das hier sehr krass, dass die Meinung von Kritikern und von den Zuschauern sehr häufig extrem auseinandergeht. Und die größten Extreme hier sind wirklich Godzilla Kong The New Empire und King of the Monsters. Wenn wir uns die beiden mal anschauen. Das ist unglaublich, wie krass das ist. Und ich habe mir dann mal Gedanken drüber gemacht, wie das denn sein kann. Also wie kann das denn wirklich sein, dass Fans von einem Franchise bestimmte Filme so viel besser bewerten als Kritiker selber? Und ich glaube, dass da das Problem tatsächlich nicht bei den Fans ist, sondern bei den Kritikern. Ich glaube, dass viele Kritiker es nicht mehr geschissen bekommen, einen Film erstmal
in eine bestimmte Riege zu packen und ihn dann zu kritisieren. Du musst dir das vorstellen, du hast, das haben wir damals in der Uni gelernt, das sollte eigentlich jeder Kritiker da draußen genauso kennen wie ich, zumindest so ähnlich. Kann ich das irgendwie mal aufzeigen? Wir haben jetzt hier drei verschiedene Felder als Beispiel. Diese Felder sind, was weiß ich, als Kategorien quasi eingeordnet. Nennen wir es einfach mal an die Zuschauer. Das ist eine Kategorie für Zuschauer, die wollen einfach nur Action sehen und belanglose Geschichten. Das ist die Kategorie, die wollen nur Arthouse-Filme sehen. Und das ist die Kategorie, die wollen irgendwas dazwischen sehen. Die finden so ein Mittelding ganz cool. Und dann nehmen wir erstmal den Film. Den Film setzen wir da oben dran. Und dann haben wir immer die Aufgabe bekommen, dass du zuallererst diesen Film nimmst und ihn dann in die richtige Spalte einsetzt. In diesem Fall könnte man sogar zwei Spalten nehmen, ist der Film aber für Menschen gemacht, die einfach Monsterkloppe sehen wollen. Das heißt, die fallen schon mal alle weg, die anderen beiden Themen. Wir nehmen jetzt hier die Kategorie. Das ist die, um die wir uns jetzt kümmern müssen und wir packen den Film jetzt da rein. Und jetzt beginnen wir hier zu kritisieren. Das ist eigentlich der Punkt. Das haben wir, ey, ich habe zwei Semester lang habe ich Online-Journalismus studiert und bin dann rüber geswitcht zu Werbetexter und Konzeptioner zu dem Studium. Und in beiden Studiengängen haben wir das gelernt. Ich finde das total vernünftig, das Ganze auch so anzugehen. Und wenn ich mir viele, viele Kritiker angucke, die machen das nicht. Da wird nicht die Spalte genommen, da wird gar nicht erst geguckt, wo passt denn der Film überhaupt jetzt rein, für wen ist denn der Film? Da wird einfach der Film schon oben genommen, bevor er überhaupt in ein Segment eingeordnet wurde. Und da wird dann direkt gesagt, ja, der Film ist jetzt hier lose, da oben schwebt er halt rum und das ist halt kein Arthouse-Film, also ist er scheiße. Oder, naja, Godzilla Minus One ist ja besser. Das macht aber keinen Sinn, wenn Godzilla Minus One eigentlich hier eingeordnet werden müsste, in dieses Ding hier und Godzilla Kong in eine ganz andere Spalte. Deswegen meine ich, dieser Vergleich, der ist nicht immer möglich. Und ich finde es so krass, dass inzwischen, also ganz ehrlich, um Filmkritiker zu werden, da kannst du dir echt das Studium sparen. Ich habe noch nie gesehen, dass das wirklich angewandt wurde. Oder zumindest nicht ganz so häufig. Das sind so Kleinigkeiten. Das ist so, ich finde es auch so sinnvoll. Genauso wie wir auch gelernt haben in der Uni, dass du ein Produkt, wir haben es ja nicht nur von den Filmen gelernt, sondern generell von einem Produkt, wenn du eine Kritik über etwas machst, beginnst du, das ist das Einmaleins der Kritiken. Wenn viele von euch auch immer schreiben, naja, die meisten Mainstream-Kritiker oder die man halt so kennt, die Filmkritiker, die machen das stupideste Einmaleins an Filmkritiken. Da sage ich, nein, das Einmaleins der Filmkritiken heißt erstmal, ne, Kategorie einordnen. Danach beginnst du mit etwas Positivem über ein Produkt oder eben über einen Film. Dann etwas Negatives und dann legst du das quasi auf eine Waage. Ich habe jetzt gesagt, was ist positiv, was ist negativ. Dann guckst du, was ist jetzt überwiegend. Und dann schreibst du dann zum Schluss dein Fazit dazu, wo du eben das herauskristallisierst. Das heißt, wenn jetzt ein Film als einzige positive Sache hat, der ist halt schön. Jurassic World Dominion legen viele einfach auf die Waage. Ja, sind ja viele Dinos mit da. Kann man machen. Dann auf die andere Seite aber schlechtes Pacing, die Geschichte ist belanglos, scheiß Charaktere, dann ändert sich das Ganze wieder. Aber trotz allem sollst du aus einem Produkt versuchen, etwas Positives herauszuziehen. Und das geht. Das geht bei dem größten Scheißdreck. Du kannst mindestens herauskristallisieren oder herausziehen, dass der Regisseur vielleicht irgendeine Art von Vision hatte. Wir können das gerne mal ausprobieren in Zukunft. Ich bin ja jemand, der Marvel überhaupt nicht ab kann. Ich schaue mir gerne die Marvels an. Und dann zeige ich euch mal anhand dieses Beispiels, wie ich das machen würde, wie ich es gelernt habe in der Uni. So kann ich es machen. Das ist jetzt kein perfektes Beispiel, aber ich finde, dass das Objektivste ist, was du machen kannst. Plus eben noch deine eigene Meinung, die ist immer mit dabei. Menschen wollen die Meinung von Kritikern auch wissen. Aber ich finde einfach, dass das so die sinnvollste Art und Weise ist, an sowas ranzugehen. Und das machen viele einfach nicht. So, wenn ich dann sehe, wenn Videos anfangen, weil jetzt gerade ein Mainstream-Film, wenn jetzt ein Mainstream-Film irgendwie rauskommt und dann kommen halt Leute an, nehmen wir mal Twilight als Beispiel. Twilight ist ein Film,
Ich mag den nicht. Ich finde alle drei Filme nicht gut. Ganz im Gegenteil. Ich habe die auch nur mal so nebenbei gesehen. Irgendwie, keine Ahnung, also mal geguckt. Und dann aber auch so am Handy ein bisschen rumgehangen, alles drum und dran. Ey, sogar ich weiß, dass der Hauptvampir Edward heißt. Kennt ihr diese Kritiker, die dann so tun, als würden sie den Namen nicht wissen, weil der Film so belanglos ist? So, wenn es dann heißt, ja, der Vampir, Edgar, Eddie, Eduard, wie heißt der nochmal? Das ist so dieses typische, ich will damit jetzt ausdrücken, dass der Film schlecht ist, weil ich mir den Namen nicht mehr merken konnte. Das machen so, so viele Kritiker und ich finde das langweilig, generisch und einfach blöde Kritik. Und das fällt halt hier auch wieder auf. Und ich wollte es einfach nur mal ganz kurz zeigen, weil wir uns ja ab und zu auch mal Kritiken jetzt angucken, gerade eben zu Godzilla Kong. Und wie gesagt, ich mache es da auch nicht immer besser. Ich glaube, meine Kritik zu Jurassic World Dominion war, zumindest im Nachhinein gesehen, war die auch immer mal mehr so ein bisschen, ich hau da lieber mal drauf. Aber ich will mich jetzt hier auch nicht an mir selber orientieren, sondern mehr daran, was ich halt so gelernt habe. Und ich finde, dass dieses Muster einsortieren, also herausfinden, wofür ist das ganze Ding gedacht, und dann wirklich zu gucken, positiv, negativ, vage abwägen, Zusammenfassung. Ich finde, das macht so unglaublich viel Sinn. Ich werde aber versuchen, mich auch daran zu halten. In Zukunft. Ich finde das total geil. Ich finde das echt eine super coole Sache. Und ja. Ja, wie gesagt, ich bin einfach nur drauf gekommen, weil mir hat hier halt jemand geschrieben, schau dir mal bitte hier von Wolfgang M. Schmidt das Video an. Die Filmanalyse, Wolfgang M. Schmidt ist ein super Typ, der mag auch sehr sympathisch sein, in echt, also in altmenschlich gesehen. Er ist ultra intelligent, das ist ein sehr intellektueller Mann, der sich aber auch genau denselben Fehler macht wie alle anderen. Er reiht sich damit ein in diese Reihe von Leuten, bei denen du von vornherein sagen kannst, was er kritisiert. Und mir wurde halt nur zugeschickt, dass Wolfgang M. Schmidt es irgendwie schafft, bei Godzilla Kong Themen anzusprechen wie Putin und den Dritten Weltkrieg. Das, keine Ahnung, bei so einem Film, ich bin echt gespannt, wie er das macht. Deswegen werden wir da jetzt auch gleich mal ganz kurz reinschauen. Ich weiß nicht, ob ich es mir bis zum Schluss angucke. Aber wie gesagt, genau wie auch bei Eve letztens, das ist nie eine Kritik gegen die Menschen an sich. Es ist nur immer eine Kritik, die auch nur von mir subjektiv ist, wie ich Kritiken beurteile und was die mir halt aussagen. Wenn ich zum Beispiel einen Kritiker vor mir habe, wenn ich zum Beispiel einen Kritiker jetzt vor mir habe, bei dem ich von vornherein weiß, der sagt, alles, was Mainstream ist, ist scheiße, ich finde nur Arthouse geil, ist das kein Kritiker, an dem ich mich orientieren kann. Weil wenn ich in einen Godzilla-Kong-Film reingehe, erwarte ich kein Arthouse. Dann kommen wir wieder zu dem Punkt von eben gerade. Da will ich hier, dass mein Film eingeordnet wird. Der ist jetzt für richtig dummes, blödes, stumpfes Kino. Klatschen da rein. Und dann kritisiere ich das hier. Und nicht einfach, ja, ist halt ein Godzilla-Film, dumme Affen und Arthouse nicht. Das meine ich halt irgendwie so damit. Und ja, keine Ahnung. Das ist mir einfach nur so aufgefallen, letzter Zeit. So immer öfter. So. Das war jetzt mein Gusto dazu. Sowas gehört aber nicht in die Filmkritik, oder? Doch, na klar, du kannst es auch mit einbauen. Ey, du kannst. Es gibt ja Filme, die sind krasse Referenzen an irgendetwas. Du kannst bei einem Godzilla von 1954, den allerersten Godzilla in Schwarz-Weiß, da kannst du sowas eben bringen. Da geht es ja auch ums Thema Atombombe, um das Thema Angst vor der Atommacht. Bei einem Godzilla Minus One kannst du das Thema Krieg anbringen. Da geht es um das Thema Trauma. Das funktioniert ja, aber du kannst das nicht immer anbringen. Jetzt hier, also wer kommt denn auf die Idee, bei einem Godzilla Kong sich hinzuhocken und zu sagen, naja, ich weiß noch nicht genau, was gesagt wird, und ich bin auch sehr gespannt, wie der Bogen geschlagen wird zum Thema Dritter Weltkrieg. Aber dass du alleine versuchst, aus Godzilla Kong irgendeine Art von Gesellschaftskritik herauszuziehen. Ich weiß nicht, wie du auf die Idee kommst. Man sollte einen Film trotz allem immer so ein bisschen bewerten, wie er auch gedacht ist. Und man kann den Film auch trotzdem noch zerreißen, wenn man ihn vorher einstuft und eben dann sagt, ja, der Film ist halt für blödes Popcorn-Kino und ist trotzdem immer noch scheiße. Das ist ja okay, das kannst du ja machen.
Aber es wird da manchmal mit so schon voreingenommen rangegangen. Das ist, finde ich zumindest ziemlich blöde. Sehe ich auch so. Ich denke mal, dass da sehr viele einfach zu viel reininterpretieren, was vielleicht gar nicht gewollt war. Ja, aber das zu viel reininterpretieren, das umgehst du ja, indem du das Ding erstmal irgendwo einordnest. Deswegen finde ich ja auch diese Schichten so genial, dass du dir erstmal selber, da musst du dich natürlich erstmal hinsetzen und musst dir erstmal deine Schichten überlegen und aufschreiben. Das haben vielleicht auch viele keinen Bock drauf, keine Ahnung. Und dann guckst du ja erstmal, okay, das ist ein Film, der ist für Comic-Fans, für Leute, die einfach jetzt Bock haben, Action zu sehen. Die einfach jetzt, die wollen auch keine Story haben. Na, das hätte ich auch machen müssen, dass ich die Story da so kritisiert habe. Gut, kannst du trotz allem machen. Aber mit diesem Einkategorisieren umgehst du ja eben sowas, dass dann jemand auf einmal da auf die Idee kommt, das Thema Dritter Weltkrieg oder Putin in einem Godzilla-Kong-Film anzusprechen. Wir werden jetzt mal reinschauen. Ich bin mal sehr gespannt, wie er da die Überleitung machen will.